Hallo, bist du die Arche? Nee. Eine Batterie für was? This feels like the longest day of my life. Has it just been your day? I have no idea. Our time together is a confusing patchwork of moments to me. What time is it then? What day? It's May 11th, 2104, 3:30 a.m. But I don't remember when we started. Dazu, ja, das frage ich mich jetzt aber schon, wieso wir zu dem anderen Ding die linke Hand benutzt haben. Sonst immer rechts. You know, I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Sounds like a riddle. It does. I woke up in my bed today, 100 years ago. Who am I? Who am I? Ich hole mal die Batterie von da vorne, weil ich denke, umsonst kann man die nicht rausnehmen. Und die müssen wir vielleicht irgendwo hier vorne einsetzen. Ach, in 2 Minuten muss ich schon wieder den Cut machen, aber ich will auf jeden Fall hier das noch zu Ende bringen. Ja. Yeah, better not oversell. Might change my mind about the arm. You seriously not gonna tell me what happened to your arm? Yeah, quick stop at Site Alpha to help kill the worm. What? Oh, ow, why? Yeah. Stop it from torturing the memory of humanity. Okay, let's just get back to work. Good. Ich hab die Arche. What will you do when you get into the Ark? What's the first thing? Make sure the Ark is safe, stabilize flight path, activate solar panels. What's the first human thing you're gonna do? Oops, hier lang. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Jetzt auf einmal wird's gehen. I'd say so. Not sure I need to take the Ark upstairs. I don't even want to try climbing with the Ark. Hier. Vielleicht ein Elevator. Oder normale Treppen. Oh ja. Are you suggesting we keep it down here? Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars, remember? The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here, and we don't have to risk the Ark being shot through 5,000 meters of broken barrel, and then push through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Blah, blah, blah. Can't stand all that pressure. Well, the odds aren't great. Catherine, say something. I don't care what you think. I'm launching it. Sehr gut. Gute Einstellungen. Echt gute Einstellungen. No, that wasn't the deal. We made it to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking fucking. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project. Sie wollte sie noch starten, aber die anderen nicht. War ein Fehler, dass sie es nicht gemacht haben. Aber das ist jetzt egal. Get away from the Ark. I'm taking it. Das Ding ist gar nicht so groß, die könnten, hätten eigentlich 2 machen können. So stirbt sie jetzt. Okay. Oh Gott. Catherine. Did you say something? Ich muss jetzt noch mal kurz den letzten Cut machen, sorry, aber ja. Hat sich doch verlängert. Ich wollte eigentlich keinen so lange Session machen, aber geht nicht anders. Also, bis gleich. So, weiter geht's. You had an accident. What are you? Oh. You mean Catherine. Don't worry, it's better this way. Warum? Bist du nicht Catherine, oder was? Okay, so. Und jetzt muss ich nach oben.
Bin ich hier schon richtig? Nee, ich bin genau verkehrt. Ach, nein, natürlich, weil wir jetzt von der anderen Seite kommen. Ich bin auch so dudelig. He got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the ark, but it might not make it through the atmosphere. Hochklettern geht schneller. They were just trying to stop you from launching. Schon komisch, wenn sie nicht mal weiß, wie sie in Wirklichkeit gestorben ist. How could they kill me? Catherine. I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. Come on, don't do this to yourself. Log aufrufen. Bla bla bla. Steht bestimmt nichts Wichtiges. Start der Arche hätte es sein sollen. Unsignierter Besuch von R. Herber. Ja, was muss ich denn jetzt hier tun? Did you have friends in Toronto, Simon? Real friends? Hallo. Jesse, Sean, Kevin. I always wanted a friend. Like a real one. Someone you'd never hold back with. I'll be your friend. Oh, pity friendship? Now I feel even worse. Ah ja, natürlich. Jetzt geht's natürlich hier durch. Logisch. Habe ich natürlich wieder nicht dran gedacht. Unitool, natürlich. Ich wollte gerade noch sagen, brauchen wir eigentlich das Unitool jetzt noch? Also brauchen wir Catherine noch? Still, one hell of a gamble, though. This was never about certainty. It's about hope. So. Dürfte ich dich jetzt mitnehmen? Hallo? Katharine? Hä? Ich würde gerne mit Omni zuschwenken, mein Gott. Will mein Omnitool haben? Wieso kann ich das nicht nehmen? Dein Ernst jetzt? Ich kapier's nicht. Ich will mein Omnitool. Was ergibt denn das jetzt für einen Sinn? Ich gehe nochmal nach unten. Vielleicht habe ich bei der Arche was vergessen. Aber dann hätte ich doch noch nicht durch können, oder? Denke ich mir. Zumindest. Natürlich. Eine Batterie. Da. Genau.
schon praktisch, wenn jede Batterie überall reinpasst, jede die gleiche Spannung und Stromstärke braucht. Nutzlast erkannt. Ganz so spannend. Echt extrem spannend jetzt. So. So, und jetzt beeil dich mal beim Hochsteigen hier. Auch mit einem Arm. Wenn man mal eine Leiter hochgeht und nebenbei was in einer Hand trägt, dann geht's auch viel leichter. Und hier, der kann sich hier wenigstens einhaken. So. Ich nehme dich jetzt mit. Geht immer noch nicht. Warum geht's immer noch nicht? Ah. Jetzt hier vielleicht noch was tun. Alter, was habe ich denn jetzt vergessen? Nochmal runter. Ja, das Runtersteigen dauert mir zu lange, ich springe einfach. So. Hier ist nichts mehr. Ha. Natürlich. Ein Knöpfchen drücken muss man noch, ein Knöpfchen. Is that it? I'm really not that familiar with guns of any size. Oh, here we go. All systems say go. Lock and load. Toll. Jetzt wird's spannend, Leute. Ich bin echt gespannt, wie es auf, also wie es endet. You forgetting something? How are you gonna get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega Space Gun with your bare hands. You mean it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat and I'll guide you to the final steps. Jetzt müssen wir da durch, oder? Ich schätze, da kommt jetzt dann der Stuhl. Wenn man sich vorstellt, gerade noch in Toronto 2015 und dann plötzlich ist alles anders. Und wenn es nicht schlimm genug wäre, dass man in Zukunft ist mit, ja, wo man sich nicht auskennt und so, dann auch noch der Weltuntergang. Muss auch wirklich ein Schock sein. So, Druck ist ausgeglichen. Gehirn. Jetzt wird's ernst. Da geht die Kanone hoch zu Omicron. Omnitool kommt hier rein. Wir kommen hier rauf. So. Okay,
That shouldn't be a problem. Okay. Interessant. Ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht nochmal für das Ende praktisch eine neue Aufnahme machen. Wird aber vielleicht passieren. Oder ich mache jetzt einfach hier nochmal gleich eine neue Aufnahme. Dann haben wir das Problem nicht. Genau, ich mache jetzt hier nochmal einen Cut. Und wir sehen uns gleich. So, und hier sind wir auch schon wieder bereit für das Ende. Hoffentlich, vielleicht kommt noch mal irgendwas ganz Komisches. Oh, ich muss hier einen Kran steuern. Das wusste ich nicht. Habe ich gerade gar nicht gemerkt. Wohin? Muss schon da rein, oder? Nee, da. Wie dreht man das Ding denn? Wie dreht man das? Ah, vielleicht macht es automatisch. Ja, natürlich. Hätte mir auch einer sagen können, also für Leute, die schwer vom Begriff sind. Jetzt geht's los. But we need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. Start. Das wird jetzt wirklich extrem. Ich bin echt so gespannt. Fuck. Ich will auch noch hoch. Oh. Das war gerade noch mal knapp, du. Das war noch mal knapp. Was? Was? No. We were getting on the Ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Oh. Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon and Omicron. Just like the man who died in Toronto 100 years ago. This is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. Wow, freuen kann man sich da jetzt aber auch wenig. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made
sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survived, that something lives on. Oh, fuck this! Fuck! Fuck this! Fuck you! Fuck you, Catherine, you lied! And I believed in you, I trusted you! You said we're getting all the fucking... Ja, das ist ja... Naja. Und jetzt ist die auch noch weg. Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Catherine? Oh mein Gott. Das war's also von Soma. Ein eigentlich Happy End, aber eigentlich auch dann wieder nicht. Man könnte sagen, es war alles umsonst. Aber es war nicht alles umsonst. Irgendwie haben die zwei überlebt, irgendwie auch nicht. Der Kopiervorgang hat funktioniert, sie sind auf der Arche. Wie es dort jetzt aussieht, wissen wir leider nicht, das hätte ich auch noch gerne gesehen, wie das Leben jetzt dort weitergegangen wäre. Und auf Omicron wurden wir ja schon einmal kopiert, nur dass wir danach sofort in der Sicht von dem anderen neuen Simon sind, also gewesen sind. Und den alten haben wir sterben lassen. Es war jetzt hier nichts anderes, es war genau dasselbe. Mit dem Unterschied, dass wir danach immer noch in der Rolle des sterbenden Simons waren. Muss man sich vorstellen, eigentlich ist man sicher, aber man stirbt trotzdem. Schon irgendwie krass, das ganze Spiel. Muss man sich erstmal alles vorstellen können, wenn man noch einfach, ja, ein normales Leben führt, hat eine Gehirnverletzung, gut, aber man ist bei einer neuen Behandlung, die noch nicht so populär ist, und dann plötzlich ist man 100 Jahre in der Zukunft und man arbeitet ewig auf das hin, dass man es dann am Ende schafft, dass man überlebt, und dann schafft man es trotzdem nicht. Alles richtig getan, es hat alles funktioniert, aber man hat am Ende doch verloren. Und sonst noch zum Spiel, also es hat mir wirklich sehr gut gefallen, das Spiel. Es war wirklich nicht nur so Horror Survival, bei Outlast zum Beispiel war es natürlich viel krasser. Es war einfach, ja, es war auch Spannung, es war richtig spannend, und Science Fiction kann man sich immer draus bilden, was jetzt da wahr sei oder nicht. Okay. Was ist denn jetzt hier los? Is this? Did it work? Okay, wir sind doch noch da. Wie ich mir es gerade gewünscht hätte, dass wir die Arche noch sehen. Und das muss jetzt hier die Arche sein. Oh, geil. Oh, geil. Aber dieser Simon weiß nichts vom sterbenden Simon. Aber wie gesagt, auf Omicron war es dasselbe. Willkommen, wenn Sie dies lesen, haben Sie es in die Arche geschafft. Umfrage. Umfrage. Ich fühle mich normal. Ich fühle mich normal. Normal wie erwartet. Stimmt auch.
Ja, denke ich auch mal, dass das ganz gut ist. Beunruhigt. Ein bisschen. Neue Existenz. Ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Wir wissen ja, dass wir praktisch nur eine Kopie sind. Nehmen wir mal das. Ja, aber mit weniger Bedeutung, finde ich auch, muss ich sagen. Nein, ich will hier bleiben. Also, wie gesagt, in Omicron war es genau dasselbe. Da haben wir auch eine Kopie von uns, oder waren eine Kopie von uns und haben unser anderes Ich, unser altes Ich sterben lassen. Schöner wäre es, wenn der alte Simon dann also praktisch dann irgendwie durch irgendwas noch in Anführungszeichen getötet würde. Oh. Catherine! I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, son. Everything is all right now. Das finde ich jetzt auch nochmal krass. Aber ich frage mich, ob andere Scans auch gespeichert waren auf der Arche. Also eigentlich müssten schon welche gespeichert sein. Aber wir haben jetzt hier halt keine gesehen. Das ist also das Ende. Fand ich gut, dass die nach dem Abspann noch das jetzt gemacht haben. Ich habe es ja davor noch gesagt, wäre schön gewesen, wenn wir jetzt nochmal in der Arche wären. Und es ist jetzt doch ein Happy End. Man könnte sagen, ja, der Simon, der wir waren, der ist gestorben. Aber ich sag's nochmal, auf Omicron war es genau dasselbe. Letztendlich war das ganze Spiel nur eine Kopie von unserem Ich in Toronto. War alles nur eine Kopie. Insofern hat in gewisser Hinsicht auch nicht mehr überlebt oder nicht weniger überlebt, als wir die ganze Zeit waren. Nur ich hätte es schöner gefunden, wenn dann die zurückgelassene Kopie automatisch irgendwie getötet, hört sich böse an, aber ja, getötet wird. Wie wir es auch schon getan haben in Omicron. Ja, das war jetzt also das komplette Spiel. 1:20 sind noch auf dem Timer. Gut, dass ich nochmal eine neue Aufnahme begonnen habe. Und wie wir sehen, das Bild von Catherine ist jetzt komplett. Wir können nicht mehr auf Weite, wir können nur noch das Spiel an einem vorherigen Speicherpunkt laden oder ein neues Spiel beginnen. Aber wir sind jetzt fertig. Das müssen wir nicht tun. Und ja, ich sag's nochmal, ich habe ja praktisch eigentlich schon das ganze Nötige vorher gesagt. Aber es war einfach wirklich ein geiles Spiel. Ich habe mich auch davor schon mehrere Wochen darauf gefreut, bis dass es rauskommt. Und ich wusste, ja, das will ich unbedingt let's playen. Und da freue ich mich wirklich schon drauf. Und ich muss sagen, meine Erwartungen sind auch wirklich erfüllt worden. Und es war wirklich ein sehr geiles Spiel. Dann noch die Botschaft an euch. Also ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen. Ja, vielleicht habt ihr es bei mir komplett angeschaut. Würde mich echt über Feedback von euch freuen, was ich auch noch verbessern könnte oder so. Welches Spiel ich denn als nächstes Let's Playen soll. Also darüber würde ich mich freuen, wenn ihr euer Feedback da lässt. Ansonsten war es das hier von meiner Seite, von Soma. Ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Projekten auch wieder dabei und ja, denkt dran, wenn ihr stirbt, stirbt nur eine Kopie. Nee, Scherz. Also, danke fürs Zusehen. Bis bald.